dem vorgeworfen wird, dass er sehr, 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 sehr viel davon überhaupt nicht selber geschrieben hat. Ich meiner Meinung nach sehr verwerflich finde, Diebstahl von Lines ohne das Wissen des Verfassers. Klingt für mich hart nach Abzug hier und da. Ja, hat er dir dafür Geld gezahlt für das Ghostwriting oder? Nee. Nicht? Und ich dachte jetzt nicht, dass es jetzt noch ekliger wird, so, aber das ist ja wirklich das Krasseste. GTV. Ich würde mir das hier, und wenn vielleicht in Kapiteln, gerne mal anschauen. Und das war ja schon mal vor ein paar Monaten oder im Jahr im Raum. Das wurde so ein bisschen, so ein bisschen runtergeredet. Und ja, das waren so Free-Typing-Gruppen und man hat sich da gegenseitig Sachen zugeworfen. Und dann hat der eine mal das genommen, der andere mal das. Aber das wurde so ein bisschen runtergeredet, weil gerade bei so einem Status von Kollegen natürlich, gerade was das Writing angeht, wahrscheinlich nicht so eine Bock hatte, dass man denkt, warte mal, der hat das alles nicht selbst geschrieben oder halt komplett andere Leute schreiben lassen. Das finde ich halt heftig. Und dieser Robbie Banks war bei Marvin California und wir können da mal reinsippen. MC Typing und Kennenlernen mit Kollege 2855. Ja, aber wir können auf jeden Fall noch. So. Sag mir mal, ob der Sound okay ist. Ich will mal ein bisschen zurückgehen in deiner Timeline, denn du hast es vorhin schon erwähnt, dass du dann halt auch als. Jetzt bin ich halt hier voll vor dem guten Marvin. Warte mal, das müssen wir natürlich, das geht nicht. Jetzt reagiere ich zum allerersten Mal auf so ein Marvin California Video und jetzt mache ich es, wie er das macht. Jetzt mich so zwischen die und dann kann ich immer so links und rechts gucken, was der eine sagt und was der andere sagt. Ja, angehender Lyricist, dich halt in diversen Foren dann auch um Feedback bemüht hast, ne? Da gab es dann früher Güsse und dann ging es auch ab. Also ich habe mir das ein bisschen angeguckt gehabt, aber echt noch nicht lange. Und die haben am Anfang ein bisschen erklärt, wo er herkommt und wer er ist und so. Und ja, und dann haben die dann so quasi, dann ging es in die MC-Foren. MC-Forum, ne? Wurde dann unter dem Pseudonym der Lila Pimp als Freetyper unterwegs warst, ne? Über diese Szene hat ja dann Alicia Joe im April letzten Jahres ein Video gemacht, in dem sie ja doch schon schwere Anschuldigungen in Richtung Kollege äußert. Ja, dass er halt reihenweise Lines aus diesen Foren geklaut hat. Ne? Also wer meinen Content verfolgt, der weiß, dass ich schon absoluter Kollege. Das stimmt, Marvin ist auf jeden Fall Kolle-Fan. So. Und kann das auch manchmal nicht zurückhalten. Genau, vor ein paar Monaten hatte ich ja gemeint, da gab es schon mal so ein bisschen dieses Palaver. Aber das wurde so ein bisschen. Ja, ich glaube, Marvin sagt das ja auch gleich. Pächter bin, ich bin großer Fan seiner Musik, ja. Hab ja auch mit ihm Kontakt, ja. Wir haben schon mehrere Interviews gemacht und so weiter. Ich würde schon behaupten, dass es kein Geheimnis wahrscheinlich ist unter meinen Zuschauern, dass ich ihn für den besten Rapper Deutschlands halte. Und es bei mir halt. Dass es mir halt bei keinem anderen so schwer fällt, meinen Job so neutral und objektiv wie möglich zu machen wie bei ihm. Erstmal das und zweitens tut es dann vor allem auch weh, ne, wenn man halt Fan ist. So. Ne? Ihm, ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich hier als, ja, ich will mich nicht Journalist nennen, ja. Ich bin als Rap-Influencer natürlich auch interessiert. Yogi jetzt auf beiden Kanälen. Danke, Yogi, du bist der beste Mann. Interessiert bin an der Wahrheit, ja. Wenn es Hack gibt, was jemand genommen wurde, dann bin ich da kein Fan von. Unabhängig davon, wie ich mit diversen Personen halt vielleicht stehe oder sowas, ja. In Alishas Video sind halt einige sehr eindeutige Beweise gezeigt wurden, dass verschiedene Lines auf Kollegas Songs nicht von ihm sind. Ne? Auf jeden Fall, das Video von der Alicia habe ich mir auch reingezogen gehabt und das fand ich eigentlich auch gut. Das war auch zum ersten Mal, dass ich ein Video von der gesehen habe und inzwischen gucke ich die auch öfter. Du wirst auf jeden Fall in dem Video von Alicia auch mehrfach erwähnt und deswegen will ich natürlich auch mit dir mal darüber reden. Lass uns da vielleicht mal ganz zurückgehen an den Anfang. Wie kam der Kontakt mit Kolle zustande? Wie
Wie kam der Kontakt zustande? Die legendäre Davut-Frage. Ne? Bist du mit dem connected worden? Ja, also wie du gerade zu Anfang schon erwähnt hast, mit dem Anfang auf MZ oder zumindest mit den. Ah, das ist bei denen rauscht das so, ne? Ich dachte mir gerade, rauscht das bei mir so? Ich habe doch, seit ich mein neues Setup habe, gar kein Rauschen mehr. Mit den Accounts auf MZ war das am Anfang erst so. Ich kam irgendwann von fatrap.de. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Fatrap kenne ich. Fatrap kenne ich auch noch, Alter. Fatrap.de. Ich glaube, die haben auch sogar noch damals noch auch Artikel über mich gebracht, Mann. Ghostwriting gehört zur Mucke bis seit. Ja, natürlich, guck mal, Bro. Darüber, Digga, guck mal, wir brauchen noch nicht über sowas uns hier zu unterhalten. Das ist klar. Ich bin auch schon lange, du weißt, ich bin immer so ein bisschen den anderen Pappnasen um mich herum, so ein bisschen, was so Sachen angeht, so ich bin ein bisschen anders gedacht, ein bisschen vorwärtsgerichteter gedacht auch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, dass jemand geghostwritet hat und dann das jetzt rauskommt, dass der Song nicht von dem geschrieben wurde und der nicht, sondern es geht darum, dass jemand, der halt ziemlich krass ist, also ziemlich krass, als ziemlich krass wahrgenommen wird, als einer der Besten, was das in dem im lyrischen und Reime und diese ganzen technischen Geschichten angeht und Punchlines und Vergleiche, du weißt, was ich meine, und Metaphern etc., dass jemand, der so krass ist, dass dem vorgeworfen wird, dass er sehr, 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 sehr viel davon überhaupt nicht selber geschrieben hat. Und als das so ein bisschen, als das rausgekommen ist, dass dann sehr, sehr schnell klein geredet wurde von ihm und anderen Konsorten drumherum, damit da bloß nichts entfacht. Das ist ein ganz anderer Fall, als wenn jemand ghostwritet und dann kommt es raus, ey, das wurde ja gar nicht von dem geschrieben. Und wenn sich darüber jemand aufregt, dann sage ich auch, Digga, wacht mal auf, guten Morgen. Aber das ist jetzt ein ganz anderer Fall. Jetzt geht es ja wirklich auch um Fanboys und um diese ganze, wer ist der so, ne? Und auch um Hack. Also, das ist meine 50 Cent dazu. Bin ich tatsächlich auch noch, ja. Ja, okay. Genau, das hat dann irgendwann mal seine Tore geschlossen und dann ging die Welle quasi auf MZ weiter und mein erster Account auf MZ war dann, also du musst dir das so vorstellen, dieses ganze Account. Was macht er für Sounds da? Das klingt irgendwie extern betrachtet immer so ein bisschen nerdig, aber es war nicht unüblich, mehrere Accounts zu besitzen. Also es hatte dir dann so gesehen irgendwie Türen geöffnet, verschiedene Charaktere anzunehmen und dementsprechend auf dieser Basis dann andere Themengebiete zu betexten, wenn du so willst. Mhm. Und mein erster Account war Frank Nitti. Frank Nitti, so habe ich mich zuerst genannt. Später kam dann der Account namens Darko Bosovic. Das war dann so der. Ja, das klingt heute, wenn man es hört, echt ey, das funny, ist so, das ist aber cool und auch das mit diesen mehreren Accounts, Digga, das hat auch wieder etwas mit dem Kreativen zu tun. Guck mal, ich sag mal, es gibt auch Musiker, die releasen Musik unter anderen Namen teilweise, ja, um aus Stilen rauszubrechen. Es gibt Leute wie Stephen King, ja, der veröffentlicht Bücher unter Pseudonymen, einfach weil sie nicht zu ihrem Charakter oder ihrer Legacy als Stephen King passen. Ich kann das schon nachvollziehen, Digga, ja. Also das ist nicht so skurril, wie du vielleicht denkst, dass das Außenstehende finden. Alles gut, Digga. Nee, ist absolut nicht skurril, da hat er auf jeden Fall. Ja, erzähl weiter. Ja, das hat auf jeden Fall irgendwo seine Parallelen, ja, definitiv. Und nach Darko Bosovic kam dann der berühmt-berüchtigte Account der Lila Pimp. Mhm. So nannte ich mich dann mit einer Anlehnung auf Cameron, wenn man so will. Ja. Ganz kurz, ich glaube, ich weiß, was dieses ist. Ich habe da immer so ein Rauschen und dann keins und dann Rauschen und dann keins. Das hat, wahrscheinlich war die Stimme von Robbie Banks zu leise. Und Marvin hat mit seinen Skills einfach immer die Spur von ihm einfach lauter gezogen. Aber damit natürlich auch die Hintergrundgeräusche und das Computerrauschen und keine Ahnung was. Und man merkt es manchmal, weil am Anfang ist es noch okay und immer wenn Marvin redet, ist es auch weg. Und manchmal ist es am Anfang, wenn Robbie redet, auch weg. Und dann kommt es auf aber. Kenne ich, weil ich habe es schon gemacht.
und ich bin vom Fach, das heißt, ich musste überlegen, was ist das? Ja. Der dann zu seiner Zeit auch irgendwo, ja, ich glaube, der hatte jetzt nicht unbedingt das Zuhälter-Image. Das wiederum war so ein bisschen auch von Kolle inspiriert, wiederum, wenn man so will. Aber ich dachte mir so, okay, die lila Farbe ist irgendwie cool für. Also ich hatte im MC-Forum auch mehrere Accounts, allein aus dem, nicht jetzt aus kreativen Gründen, weil ich habe da jetzt nicht in, vielleicht habe ich mal irgendwo hier und da mal einen Text reingedroppt, das kann sein. Da gab es dann so, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, da gab es halt einfach so, ist ein Forum, ein Hip-Hop-Forum gewesen. Und da gab es dann halt einfach auch dann Threads, wo man halt Text getextet hat, so Texte reingeschrieben hat. Manche so themenbezogen, manche waren Battles, manche waren einfach nur so, ne, so waren verschiedene Threads, wo man dann halt seine Texte reindroppen konnte. Und natürlich konnte man dann auch da Promo machen, Links reintun, etc. Ich hatte da mehrere Accounts, weil ich dann einfach mit mehreren Accounts gewisse Sachen verbreitet habe, damit es halt nicht so auffiel. Und die Leute dachten, oh, okay, guck mal, das feiern verschiedene Leute. Und man konnte dann Sachen pushen, indem man irgendwie, ne, hochgedrückt hat und so. Ganz normales professionelle Manipulation. Für einen Pimp. Und so entstand dann der Name der Lila Pimp. Und ich veröffentlichte mehrere Texte unter dem Namen der Lila Pimp. Und zu der Zeit war eigentlich schon einschlägig bekannt, dass auch Kollega sich in diesem Forum auftrieb. Das war so ein. Ja, in dem Forum waren viele Rapper, so, also auch Bekannte oder die schon rausgekommen sind und etc. und Unbekannte sowieso. Das war so eine bekannte Tatsache unter den Typern. Beziehungsweise war der vorher wahrscheinlich schon da drin und man hört dann ja nicht auf. Also dann hat man ja seinen Account noch und dann guckt man ja immer noch ab und zu rein. Und wenn man in dem Fall was für sich da rausziehen kann, wahrscheinlich erst recht, ne? Kollege selber hatte auch sehr viele Accounts. Ich weiß nicht, ob das schon mal thematisiert wurde, aber er pflegte mehrere Accounts bei MC. Unter anderem nannte er sich Hänsel der Pimp, ganz zu Anfang, dann Weiberheld, später irgendwann Valentin der Boss, Freiherr Florian, Glenn Buterol. Dragan Petrovic gab es auch noch. Also du merkst, sehr viele Accounts, ähnlich auch wie bei mir, die er da... Ja, vor allem lustigerweise auch so einer mit Pimp, einer mit so einem balkanischen Namen. So, es ist irgendwie, also beide, es ist so ein bisschen komisch, dass die Parallelen da auch so ähnlich sind. Das ist natürlich jetzt Zufall wahrscheinlich, aber... Pflegte und quasi... Weil da merkt man vielleicht, dass so ein bisschen die Wellenlänge schon die gleiche ist, ne? Weil für jemanden, also natürlich als Profi, wenn du für jemanden schreibst, schreibst du für jeden. Ist scheißegal. So, ne? Da gehört ja auch Empathie mit zu. Aber wenn natürlich jemand dir ähnlich ist, ist es natürlich einfacher, so sich in den rein zu versetzen und für den zu schreiben. Und als ich dann quasi mit der Lila Pimp mehrere Texte dort veröffentlichte, kam irgendwann eine Private Message von Kollege. Im Forum. Im Forum. Unter dem Account Valentin der Boss. Kannst du kurz für uns einordnen, welches Jahr war das ungefähr? Weißt du das noch? Ja, das müsste gewesen sein Ende 2009. Oder Mitte, Ende 2009. Okay. Ploppte auf einmal die Private Message auf mit dem Titel oder mit dem Betreff. Yo, Kolle hier. ja, ich habe die geöffnet und er ging gleich eigentlich zur Sache. Er schrieb dann in dieser Nachricht, yo, Kolle hier, krasse Texte hast du da, willst du nicht mal für mich schreiben? Oha. Diese Nachrichten gibt es noch. Also wenn du Interesse hast, kann ich dir die gerne mal zeigen. Ich finde es krass, weil ich dachte, der wäre, also bei sowas, jemanden, den man nicht kennt oder noch gar nicht abgecheckt hat, wie der drauf ist, finde ich das sehr nicht riskant. Aber ich dachte, der wäre da ein bisschen vorsichtiger, so, also wird da vorsichtiger an die Sache rangehen, jemand. So ein bisschen erstmal abchecken. Ja. Yeah. Genau, und wie gesagt, er kam dann direkt zur Sache, gab mir dann seine ICQ-Nummer, damals war es noch Common
ICQ, Digga, ja. ICQ. Wir machen aber heute auch noch einen Trip hier down Memory Lane, ne? Alter, wenn das dieses Geräusch von ICQ, war das ICQ? Dieses oder war das MSN? Nee, MSN war ein anderer Sound, ne? Aber ich glaube, ICQ-Sound war Toilettcafés. Bisschen so Teletubby-mäßig. ICQ, was kommt als nächstes? Wer weiß N64. Die alten Hüte unter sich. Stark. Genau, und ICQ, ja, war halt die Plattform, über der man sich austauschen konnte. Mhm. Ja, genau, er teilte mir dann seine ICQ-Nummer mit, ich habe ihn kontaktiert und so entstand dann der Erstkontakt zu ihm. Ja. Das ging dann quasi erstmal so, dass er mich fragte, ob ich abseits des Forums noch Texte rumliegen habe oder textlichen Output rumfliegen habe, den ich zur Verfügung stellen könnte. Ist gar nicht persönlich gemeint, aber der Robby redet echt ein bisschen langsam. Wir machen das mal ein bisschen schneller, oder? 1,25. Weil er ist natürlich auch, er will auch richtig nacherzählen und das ist jetzt natürlich über 10 Jahre her. Deswegen, aber es ist mir tatsächlich ein bisschen zu langsam, wie er da gerade erzählt. Und hatte ich natürlich, weil ich war zu der Zeit eine lyrische Maschine. Ich hatte extrem viel Output, auch fernab des Forums. Und so stellte ich ihm das auch zur Verfügung. Das lief dann meistens über Textdateien, die er dann per E-Mail von mir zugesandt bekam. Mhm. Aus diesen pickte er dann seine Favorite Passagen, seine Favorite Lines und vertonte die dann in seinen Songs. Um das so zeitlich einzuordnen, die ersten... Hä, aber gab es da irgendeinen Deal oder so? Also irgendwie Money für? Das würde mich interessieren. So, also jetzt so einfach so, hier hast du Texte, nimm die. So, man gibt doch, also... So seinem Kollegen, seinem Kumpel, seinem Crew-Mitglied oder keine Ahnung wem, den gibt man mal einen vielleicht so. Oder sagt, hier, nimm die 4, die passen bei mir nicht mehr rein. Oder hier kannst du den Rhyme haben. Aber jedem anderen gebe ich doch nicht einfach so irgendwas, was mein Kopf erschaffen hat, Alter. Ich muss das unterstreichen. Also das war ja jetzt quasi erstmal, ich habe hier ein paar krasse Texte, die kannst du schon mal vertonen. Das tat er dann auch. Später wurde es aber dann eher so ein Job. Ne? Also Frage ich mich, warum er die nicht selber vertont hat. Ob er nicht die Möglichkeit hatte, ob er sie selber nicht gut genug fand oder keine Ahnung so. Auf Abruf oder wie sagt man das? Mir fällt gerade das Wort leider nicht. Ja, so Dienstleistung basiert hat. Ne? Du kriegst, einen Auftrag und der Auftrag wird dann halt erfüllt und dann ist das so, ja. Genau, auftragsbasiert. Mhm, genau. Okay. Und zeitlich nochmal, um das einzuordnen, ging das auf Zuhältertape 3. Mhm. Zuhältertape 3 waren die ersten Sachen von mir drauf, die er dann vertonte. Krass. Die quasi 1:1 von mir geschrieben wurden und die er dann 1:1 rappte oder auf Text, auf Songform wiedergab. Wie selbstverständlich klang das von Kolle für dich? Also er kam mir dann zu dir und hat gesagt so, hey, yo, geiler Text, hast du Bock mal für mich zu schreiben? Ich finde das, find das sehr krass, dass er halt so schnell damit der Tür ins Haus fällt. Ich hätte gedacht, er ist da ein bisschen mehr so, weißt du, worauf ich... Exakt, was ich gemeint habe, ne? Hinausfällt, ja, so ein bisschen mehr so vorsichtig, so, ja, weißt du, von wegen, weil, keine Ahnung, könnte ja auch sein, du sagst, was... Verpiss dich mal, Alter. Ich schicke das jetzt hier an, was weiß ich, hiphop.de oder sowas, die ja damals noch eine Nummer waren. Und expose dich jetzt hier. Ne? Kam das für dich sehr selbstverständlich vor, wie er dich da gefragt hat? Oder? Ja, also merkwürdig. Ja, merkwürdig, ne? Ja. Also ich habe das dann später irgendwann mal reflektiert. Und also meine Theorie dazu ist, er fühlte sich zu der Zeit erstmal in einer gewissen Sicherheit, weil das quasi wie so eine Art Parallelwelt auf diesem Forum alles stattfand. Und er ist, glaube ich, nie davon ausgegangen, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, dass das irgendwie, wenn der große Kollege dir schreibt, dass du dann irgendwie damit rausgehst und hinzu... Ja, verstehe ich, aber darauf kannst du ja nur spekulieren. Das ist ja, also, boah, Alter, bei sowas würde ich das nicht dem Zufall überlassen, keine Ahnung. Das stimmt schon, dass du wahrscheinlich dann sagst, oh, der große Kollege und so, der weißt du, den kann ich ja eh nichts machen. Und wir reden ja, warte mal, lass mal gucken, was ihr jetzt zu Ende sagt. Du warst ja selber noch ein unbeschriebenes Blatt, ein
No-Name, wenn du so willst. Wer hätte dir das geglaubt? Ja. So, und ich. Oh, jetzt habe ich simultan mit Marvin Ja gesagt. Erstmal das, unbeschriebenes Blatt, ja, wer hätte mir geglaubt? Und das ist ja 2009 oder was, oder 10. Klar gibt es da schon FB, Facebook und dies, aber es ist halt noch nicht so einfach. Also ist nicht der Impact. Und der kann sich nicht 2009 oder 10 in Livestream setzen oder in TikTok oder wo auch immer hin reinsetzen und nur mit dem Thema sofort brutal viele Leute erreichen, darauf brutal viele Reactions bekommen, etc. Und dann hat das irgendwie einen Impact. Nö, es geht wahrscheinlich unter, so, ne? Weil, wie er sagt, der eine ist halt ein großer, schon etablierter Künstler und da kommt einer und will an seinem Zipfelchen ziehen und will auch was haben. So kann das ja auch für die Außenwelt wirken, weil er mal zwei Zeilen für ihn geschrieben hat, aber jetzt so tut, als hätte er alles für ihn. Das ist ein bisschen schwierig, wenn es da keine Verträge und Treatments und Verträge und also meiner Meinung nach sowieso, wenn es dafür kein Geld geflossen hat, ist sowieso schwierig, weil Geld, was geflossen ist, ist ja meistens auch nachzuweisen und das ist ja meistens auch dann ein Beweis, so, ne? Ja. Ich glaube, mit dieser Sicherheit ging er sehr offen damit um. Mhm. Das ist professionelles Songwriting, Yogi, was du sagst. Wenn dann ein Writer-Team zusammengestellt wird, was dann bei irgendeinem Verlag unter Vertrag ist zum Beispiel oder so und dann zusammenkommt und dann auch mit demjenigen, der vielleicht komponiert, und, ne, so wie du jetzt auch vorher gesagt hast, ne, so Mucke ist vielleicht nicht so einfach, Texte mehr, deswegen hat man ja dann ein Team und Komponisten. Trotzdem ist ja die Topline, die Melodieline trotzdem das Wichtigste erstmal in vielen Musikrichtungen, in Rap auch immer wichtiger, aber ja. Und ja, also ich glaube, so kann man das irgendwie zusammenfassen. Hat dich das auch ein bisschen schockiert, dass du dann somit mitbekommst, okay, nicht alles, was von Kolle ist, ist von ihm, weil er fragt mich ja gerade wahrscheinlich nicht als erstes, ne? Genau. Und dementsprechend hat es mich auch nicht mal verwundert oder schockiert, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, aus Typing-intern Mitteilung oder wenn man sich mal ausgetauscht hat mit diversen Typern, wusste ich zu dem Zeitpunkt, dass er schon aktiv von anderen Leuten Texte zur Verfügung gestellt bekam oder dementsprechend Ghostwriter beschäftigte. Okay. Und das waren halt zum großen Teil Leute aus diesem Forum damals schon. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so intensiv, wie er da vorgegangen. Also es war noch nicht so ein Wie kann ich das beschreiben? Das war noch nicht so ein Mechanismus oder so eine Maschinerie, wie er sich da zurechtgelegt hat. Ich glaube, das kam ja später. Mhm. Das waren wahrscheinlich erstmal vereinzelt Leute. Yeah. Vereinzelt Leute, unter anderem auch Holly. Mhm. Weil dass er da von der Maschinerie spricht, ist halt schon krass, ne? So. Gott habe ihn selig. Holly war zu dem Zeitpunkt auch schon einschlägig als Kolle Ghostwriter bekannt, im Forum zumindest. Immer in Forum oder auch Forumwelt betrachtet. Das drang ja nicht in die Öffentlichkeit. Das war ja irgendwie noch so eine Grauzone, wenn man so will, dieses Forum. Und Holly war zu dieser Zeit schon sehr aktiv. Das hat man, also man hätte nicht mal Kontakt mit Holly gebraucht, weil man konnte es ja öffentlich fast schon nachvollziehen. Mhm. Also du hast diese Texte gelesen und ein Jahr, ein halbes Jahr später waren die dann plötzlich auf den Kollegah-Alben. Ja, das ist heftig. Wiedergegeben. Ja. Und deswegen hat es mich damals gar nicht mal so. Ja, ist schon heftig. Auch Wort für Wort und so ist. So schockiert. Es ist wirklich was anderes als ein professionelles Songwriting-Verhältnis. Habe ich ja auch schon gemacht. Es ist was anderes. So. Es ist was anderes. In dem Fall bei mir zum Beispiel haben wir auch mit dem Künstler gechillt und einmal waren wir in einem Studio und haben gechillt und haben zusammen einfach, er hatte eine Idee, es gab schon einen Beat und er hatte auch schon ein paar Lines, so die dann natürlich vorgegeben haben, wo es hingeht. Und dann haben wir mehrere Stunden da zusammen gesessen und ich habe aus seinen Lines quasi so eine Schablone gebaut schon mal. Ich habe gemeint, guck mal, die müsste eigentlich in dem ersten Part da und da kommen und die müsste vielleicht im zweiten Part da und da kommen und die müsste da kommen ungefähr. Und das könnten wir vielleicht tatsächlich für die Hook nehmen, so, das ist ganz geil. Und dann haben wir zusammen, ich habe dann immer Vorschläge gemacht
er hat auch schon immer geguckt, ob das so passt zu seinem Flow und wie er rappt und so. Und hat dann selber manchmal ein paar Sachen geändert. Über ein paar Sachen haben wir gestritten. Und ich meinte, das sagt man so nicht, das ist falsch, das ist so, ne? Ich habe dann ein bisschen, wurde dann ein bisschen mein, der Allmann in mir getriggert hier und da. Fertig. So, dann ist er ins Studio, hat das aufgenommen und so, ne? Ich habe meine Kohle bekommen, alles cool. Aber das ist dann noch was anderes, ne? Als einfach wild Sachen einfach aus Foren zu nehmen. Naja. Muss ich dir ehrlich gestehen. Also einfach, weil ich wusste, das ist fast so gang und gäbe für ihn. Also ich glaube, als dieses Thema rauskam, natürlich, Leute waren auf jeden Fall schockiert, gerade auch die Kollegah Fanbase ist natürlich große, ist natürlich großer Verehrer der lyrischen Ergüsse, ja. Und ich glaube, da wurde dann auch sehr viel miteinander vermixt, ja, sowohl von Call of Statements als auch dann von Diskussionen innerhalb der Community. Ich glaube, wir müssen drei Unterthemen müssen wir ganz klar voneinander trennen. Und vielleicht reden wir mal über die drei hintereinander. Ja. Erstens, es gibt Writing-Sessions, Gleichgesinnte schmeißen sich Lines live oder in Chatgruppen zu und das ist so Genies unter sich so, ja, man beflügelt sich so gegenseitig, man befruchtet sich so gegenseitig. Genau, das ist auch vollkommen okay so, das habe ich ja auch vorhin gemeint, das ist so ein Ding, das wurde ja dann so, so wurden ja quasi diese Vorwürfe so ein bisschen runtergespielt, von wegen, das waren ja nur so Writing-Gruppen, wo wir uns gegenseitig Sachen zugeschmissen hatten, jeder hat von jedem. Gegenseitig damit irgendwelchen coolen, wahnwitzigen Punchlines. Zweitens, reines Ghostwriting, es wird bezahlt, es passiert anonym, es ist Geld gegen Lines oder Geld gegen ganze Texte. Und drittens, was ich meiner Meinung nach sehr verwerflich finde, Diebstahl von Lines ohne das Wissen des Verfassers. Ja. Also diese drei Sachen müssen wir vielleicht nochmal durchsprechen, ja, was da so deine Eindrücke und deine Erfahrungen sind, weil du bist ja der erste Betroffene, ja, mit dem man jetzt sozusagen hier auch mal einen Talk darüber hat und der halt auch bereit da ist, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil ich habe ich habe zum Beispiel auch mit Kolle vor ein paar Monaten bei meinem letzten Deutschlandtrip habe ich auch ein Interview geführt, da habe ich ihn auch darauf angesprochen, er hat mir seinen Teil der seine Sicht der Dinge erzählt, ja. Und da kann ich ja nicht sagen, nö, ist nicht so, oder nö, glaube ich dir nicht, oder sonst was. Ja, weil das ist ja, was habe ich denn hier für eine Grundlage? Ja, das habe ich dann auch so zu ein paar Leuten gesagt, die mich dann auch vielleicht ein bisschen kritisiert haben, die gesagt haben, da war ich nicht kritisch genug bei der Thematik. Da habe ich dann aber auch gleichzeitig gesagt, sobald sich dabei irgendwelche neuen Sachen ergeben oder sobald vielleicht auch einer aus der damaligen Freetyper-Szene Bock hat, auch mal mit mir zu sprechen, bin ich der Letzte, der da sagt nein. Ne? Und deswegen war ich umso erfreuter, dass du halt auch gesagt hast, ey, klar, lass mal eine Tourne machen. Nur so viel dazu, ja. Nochmal kurz kleine Randnotiz. Genau, also wie gesagt, die drei Unterthemen. Writing Sessions, Gleichgesinnte schmeißen sich Lines live oder in Chatgruppen zu. Ich denke mal, das ist etwas, was damals halt auch ausgiebig passiert ist dann, ne? Sagen wir mal so, nach den ersten Lines, die du ihm halt so zugeschickt hast. Ja, da müssen wir. Jein, hört sich das eher an für mich, aber gut. Müssen wir auch ausholen. Da müssen wir okay, hol gerne aus, Bruder, kein Problem. Es ist natürlich. Aus Kollegah-Perspektive vermutlich das Einfachste zu sagen, ey, ich war mit XY im Raum und wir haben uns Lines zugeworfen. Mhm. Weil das impliziert ja quasi, okay, das ist irgendwie im Zusammensein entstanden. Mhm. Man weiß gar nicht, wer hatte die Idee, wer hat sie verfeinert. Das kann man so gesehen gar nicht nachvollziehen. Es war so eine Art Vibing, eine Session. Und das ist natürlich das Angenehmste, was du sagen kannst in dem Fall. So, weil natürlich auch schon andere Künstler darüber geredet haben, ja, wie ein Flair zum Beispiel oder ein Shindy, der immer gesagt hat, der war im Wald of Astoria mit Lars und noch ein paar anderen Leuten und die haben da zusammen Dreams geschrieben. Und da hat auch keiner was dagegen. Ne? Und ich denke mal, deswegen ist es halt auch leicht, dann als Antwort von Kolle halt zu bringen, yo, na so und so sieht's aus. Ne? Aber du sagst das mehr. Ja, absolut, weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dieser Zeitpunkt war erst bei dem Zuhälter Tape 4 gab es nicht diese Art von Sessions. Also die gab es nicht, weil es war eigentlich ein reines Ghostwriting. Also ich saß quasi wortwörtlich in meinem Kinderzimmer, hab Texte für ihn geschrieben. Das ist krass, Alter. Ich weiß immer noch nicht, ob er irgendwas dafür bekommen hat. Das soll man sagen jetzt. Komplett ohne seinen Einfluss und hab ihn dann zur Verfügung gestellt. Dieses zusammen im Studio sitzen gab es tatsächlich dann irgendwann im Zuge des Zuhälter Tape 4, wo ich dann gelegentlich mal mit ihm im Studio war oder
Ja, das war so die Zeit, wo ich viel mit ihm unterwegs war, auf Touren, im Ausland, Videodrehs, auch mal privat irgendwie was zusammen essen gegangen. Also es war dann schon ein sehr persönlicher Kontakt. Gut, da hat er bestimmt gegönnt, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber bevor das passierte, war es wirklich eine reine Dienstleistung in dem Sinne. Ich schreibe die Texte, stell die dir zur Verfügung. Und dieses Konstrukt, dann irgendwie mit denjenigen persönlich in Kontakt zu treten, also physisch in Kontakt zu treten, gab es auch so gesehen nur mit mir. Also du kannst XY fragen, wahrscheinlich wird es dir keiner erzählen, aber keiner von diesen anderen Typern hatte jemals irgendwie physischen Kontakt mit Kolle oder vielleicht hat man sich mal einmal auf Natur gesehen oder so. Aber so dieses zusammen miteinander rumhängen gab es in dem Sinne nicht. Das Einzige, was es gibt, sind ja so Gruppen, Typing-Gruppen, wenn man das so nennen mag, wo dann aber auch nicht unbedingt großer Kolle-Einfluss ist, sondern diese Leute schreiben untereinander in diesen Gruppen, hauen ihren Output raus und Kolle schöpft dann davon. Also da Ja, das ist auch wieder was anderes, als wir haben uns da was zugeworfen, ne? Also, das ist auch dieser Abzug, Bruder, muss ich sagen, Mann. Also, das klingt für mich hart nach Abzug hier und da. Da muss man auf jeden Fall differenzieren. Krass. So dieses miteinander viben. Ich habe jedenfalls nie was anderes gehört, dass mal irgendjemand aus dieser Szene großartig mit ihm im persönlichen, physischen Kontakt war. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das jetzt hier so klar differenzieren zwischen diesen drei Untergruppen, ja, weil Kolle ja auch in seiner Antwort da viel durcheinander gebracht hat. Ja, der hat ja gesagt so, ja, da gab es ja das Alicia Joe-Video, aber passt mal auf, das ist doch ganz normal, dass ich mit San Diego und Alias und noch jemand da eine WhatsApp-Gruppe habe. Ja, Bruder, das ist heute, ja, darum geht es doch gerade gar nicht. Ja, das Voll, es geht ja nicht um WhatsApp-Gruppe mit Alias und sonst welchen Leuten. geht darum, um Sachen Richtig, aus den richtig, Zeiten richtig. 2019, 2010 und so weiter. Es geht um die MC-Jungs und alles, ja. Das ist so, keine Ahnung, ja, da mit einem Strohmann versuchen, so ein bisschen so von der eigentlichen Problematik abzulenken, ne? Also du Richtig, sagst auf jeden richtig. Fall, dass bis Suerte Tape 4, was ja dann sogar noch nach dem King-Album ist, ja, was ja dann so sein Riesendurchbruch war, das dann eher so auftragsbasiertes Ghostwriting war. Kannst du drüber reden? Ich weiß nicht, ob du jetzt da was zu sagen möchtest oder nicht, das bleibt dir überlassen. Klar. Also ab dann war es auftragsbasiertes Ghostwriting. Ich verstehe dann immer noch, dass für mein Verständnis, dass es bis dahin kein nichts gab dafür. Dir dafür Geld gezahlt fürs Ghostwriting oder? Jetzt Nee, kommt's. Sorry, jetzt nicht. Nein, hat er ist nicht. Klar. Hat er dir dafür Geld gezahlt für das Ghostwriting oder? Nee. Nicht? Nein, hat er nicht. Krass. Hat er nicht. Ja, aber das. Boah, das ist hart. Also wirklich, das ist wirklich hart. Ist scheißegal, wie das. Also im Endeffekt ist es nicht scheißegal, wie es gelaufen ist, aber. Aber ich muss auch zu seiner Verteidigung sagen, ich habe nie großartig nach verlangt. Ja, das ist immer doof. Nicht danach zu verlangen, ist immer doof, auf jeden Fall. Aber es gehört sich auch vielleicht trotzdem was anzubieten. Ich, meinerdings. So. Alles andere riecht halt ein bisschen vielleicht gegen den Wind nach Ausnutzen. Könnte jemand vorwerfen. Jemand, der ein Freund ist, kann sagen, ey Bro, guck mal, ja, okay, der wollte jetzt nichts haben, aber guck doch mal. Der hat voll viel. Das ist ja wie wenn jemand beim Umzug hilft und voll da alles komplett ready macht und die Arbeit abnimmt eigentlich schon du sag mal, du bist ein bisschen unbegabt mit handwerklichen Sachen und der ist voll der Nerd und der macht da alles in 2 Stunden, wofür du 2 Tage gebraucht hättest. So, selbst wenn er nichts will, wo ich herkomme, so, keine Ahnung, wie ich erzogen worden bin, den drücke ich irgendwas in die Hand oder in die Tasche oder zwinge ihn dazu, selbst wenn er sagt, nein, nein, das ist so, ne? Also, ne, mal abgesehen von Essen und Trinken. Naja. Muss ich ehrlich gestehen. Zu Also. dem Zeitpunkt nicht. Zu dem Zeitpunkt nicht. Das kam später. Erzähle ich dir nachher nochmal. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nie verlangt. Ich finde aber, wenn du schon der businesserfahrene Künstler bist, wie ein Kollege, der quasi aus fremden Fehlern profitiert und du hast jemanden gegenüber sitzen, der irgendwie noch keine Ahnung von diesem Business hat, dann ist es irgendwo auch deine Aufgabe, auf diesenjenigen zuzukommen. Mein Wort, weil der Ersten, es ist, der hat quasi ein Geschäft am Laufen. Und. Also, wie gesagt, der ist quasi,
ein Geschäftsmann in einem Geschäftsfeld und hebelt aber selber die Regeln des Geschäfts aus, sobald er jemanden dann mit jemandem was macht, der nicht wirklich die Ahnung hat oder auch dann vielleicht Angst hat oder die Scheu hat. Das ist das, so wenn man es einfach so fact, so, ne? Ihn irgendwie, ja, zu entlohnen. Es muss ja was geht? Sein oder so. Alles gut. Aber irgendwo zu sagen, ey, für diese Sachen, die du geschrieben hast, für diese Vielzahl an Sachen, die du für mich gemacht hast, entlohne ich dich irgendwo. Ich bin hier der erfahrene Businessman und sag dir, wie es läuft. Genau meine Rede. Also ja, wir sind eigentlich auf einer Linie. So, Geschäft. So. Das war mir zu meiner Zeit, nenn es Naivität, nenn es Jungsein einfach, habe ich diesen Anspruch nicht gestellt. Ja. Das Einzige, ja, wo man vielleicht sagen kann, ey. Ich finde es hart, ja. Ich finde es richtig hart. Und wie gesagt, wenn man sich das detaillierter anguckt, umso eher denkt man auch, ja, Digga, das kannst du eigentlich nicht bringen. So. Cool. Das hat mir so ein bisschen was gegeben. Waren halt irgendwie, ja, Tourbesuche, irgendwie mal zusammen shoppen gehen oder solche Geschichten. Was auch funny war, so eine kleine Anekdote nebenbei. Irgendwann kam ein Paket zu mir nach Hause, ein kleines Päckchen von Kollega selber adressiert, also handschriftlich adressiert. Das war ein kleines Päckchen mit einem Shirt drin, irgendwie ein Tour-Shirt und seiner bisherigen Diskografie mit irgendwie einem kleinen Zettel Danke oder sowas. Ja, oh Alter, ist das jetzt cool oder was? Wie würdet ihr das finden? Das war ehrlich. Wenn er zu dem Zeitpunkt schon angefressen war vielleicht, wäre ich dann noch angefressener, ehrlich gesagt. Weil die Hälfte davon habe ich geschrieben, ne? So mäßig, so was, schickst du mir jetzt einfach die CDs, bist doof. So, ne? Egal, wer das ist, so. Also, ich glaube, er hat versucht. Cringe, Alter, oh mein Gott. Das ist schon hart, hat er sich gedacht, so, ja, guck mal, jetzt, ich gönne ihm so. Der wird das auf jeden Fall zu schätzen wissen, wenn ich da meine handschriftliche Dings drunter gesetzt habe. Ist ein bisschen schwierig, Bro, das macht es nicht fett. Er hat versucht irgendwie. Bro, ich dachte, da ist eine Rolli drin oder sowas, ja? Du brauchst mir deine CDs schicken, Alter. Was ist da los, Alter? Mit so einem Tour-Shirt noch. Ja. In Größe S am besten noch oder so, weißt du? Ja, genau, XS. Scheiße, oh Gott, ist das unangenehm, ja. Ich würde dir auf jeden Fall vollkommen zustimmen, dass. Vor allem ein Tour-Shirt. Nicht mal irgendwie ein cooles. Er hat doch auch eine eigene Klamottenmarke gehabt oder hat immer noch, weiß ich nicht, Deus Maximus irgendwas oder irgendwas anderes cooles. Ein Tour-Shirt ist ja der letzte Merchandise-Rotz, den es gibt. Da kostet die Produktion 1,20 Euro das T-Shirt. Das hat schon einen Beigeschmack, muss man sagen. Ein Geschmäckle würden die. Sagen sie im Schwarmland, oder? Es hat ein Geschmäckle. Natürlich, ja. Es ist Naivität von dir, es ist Unwissenheit, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Blauäugigkeit und vielleicht auch ein bisschen Starstruck noch dazu, ne? Dass man denkt, boah, ey, sicher. Ja, es sind viele Faktoren. Starstruck, Ding, Unsicherheit, auch die Zeit und bla bla. Natürlich ist doch das auch einem Kollegen absolut klar. Der ist ja kein Dummer. Ich halte Kollegen für einen sehr, sehr klugen Mann. Wenn du beim Lila Pimp in die DMs slidest und sagst, ey, hier ist Kolle, der Boss oder sowas, dann ist dem völlig klar, dass du erstmal so, wow, krass, Alter, Kolle, schreib mir, ich fühle mich ja voll geehrt und der sagt mir auch noch meine Texte. Ob es ihn juckt oder nicht, Bro, darum geht's nicht. Natürlich juckt es ihn nicht, aber wir reden ja darum, ob das korrekt ist. Und wurde ja auch schon vor Monaten mit diesen, Sachen konfrontiert und hat da halt das so ein bisschen runtergeredet und das ist es halt nicht. Das ist der Punkt, Alter, so. Und das ist nicht cool. Und man kann auch mal offen sagen, dass das nicht cool ist. Sind so geil. Wow! Ja, mega! Ja, und dann, warte mal, was fragt er da noch? Ob ich ihm noch irgendwelche anderen Texte von mir zeigen kann und ob er da vielleicht sogar ein paar Lines von mir, ja, mich selber huldigen möchte auf seinen eigenen Alben. Oh mein Gott, ich fühle mich so geehrt. Das ist das Letzte, woran du denkst. Aber Bro, kannst du bitte pro Zeile Betrag X an mich schicken? Weil ich würde gerne hier für meine Mühen auch entlohnt werden. Das ist natürlich nicht das, woran du das erste Mal denkst. Und ich denke mal auch, dass das ein Kollege das klar ist und dass das auch die Masche dann ist, was dann schon irgendwo perfide ist. Ne? Und das muss ich als absoluter Kollege finden dann natürlich auch sagen. Ne? Ja. Das kann man nicht anders formulieren, Alter. Hast du vollkommen recht, Bruder. Ja, also genau. Nenn es auch Blauäugigkeit. Mhm. Oder da sitzt der große Kollege dir gegenüber und du willst ihm natürlich auch irgendwie, willst ihn irgendwo imponieren mit deinen Texten und irgendwo fühlst du dich dann auch fast schon geehrt, wenn er dann dein Output vertont, muss man einfach klar und deutlich so sagen. Es ist einfach, wie es ist, so. Ne? Yeah.
Das hat sich. Ja, warte, ich muss noch eben kurz eine wichtige Sache noch erwähnen. Ja. Dieses Ghostwriting. Klar, es war so ein reines Ghostwriting abseits des Forums, aber auch im Forum selber hat er sich ja bedient. Mhm. Man muss sagen, mit Agreement. Also er hat gefragt, ey, du hast da und da krasse Zeilen. Darf ich die verwenden und kannst du die bitte rauseditieren? Das heißt, er hat dir geschrieben, ey, Bro, ich habe da und da in diesem Foreneintrag eine coole Line von dir gesehen. Kann ich die verwenden? Und dann hat er von dir verlangt, dass du die aus dem Foreneintrag löscht, damit die nirgendwo mehr öffentlich ist, wegen möglichen Copy-Vorwürfen. Ne? Spuren verwischen. Krass, genau, okay. Genau. Mhm. Das Krasse ist, also ich habe natürlich den Großteil meiner Texte rauseditiert. Mhm. Es gab aber irgendwo noch so ein paar Rückbleibsel, sage ich mal. Mhm. Irgendwie von verschiedenen Accounts oder auch, ich glaube sogar auch noch im Lila Pimp Account, wo ich dann quasi vielleicht mal einen Text vergessen habe oder so, rauszueditieren. Irgendwann kam dann auch mal, das war so, ich glaube nach diesem Splash Freestyle müsste es gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da hat er ja irgendwie so ein Freestyle rausgehauen. Yeah. Es wurde aber dann irgendwie, es kam dann der Vorwurf auf oder er wurde irgendwie. Also, dass ihr es auch noch versteht, ne, ist schon krass, dass er dann sagt, ich will die Line haben, die du da und da geschrieben hast im Forum, aber gib die mir mal und lösch die mal bitte raus, dass keiner sieht, dass du die geschrieben hast. Er wurde, ja, wenn man so will, erwischt von diversen Leuten, dass er sich an diesem Forum ausschließlich seine ganzen Zeilen, die er in diesem Freestyle verwendet hat, aus dem Forum geschöpft hat. Mhm. Und in diesem Zuge kam dann irgendwann mal auch eine Nachricht von ihm, komischerweise auch über das Forum selber, nicht mal irgendwie privat oder so, weil er hatte meine Nummer, er hatte alles, kam eine Nachricht in Großbuchstaben, ey, tu mir bitte den Gefallen, editier alle Lines raus, alle Texte, das Label, also ich denke mal Selfmade, stellt gerade Recherchen an im Internet, weil denen zu Ohren gekommen ist, dass ich mich scheinbar an einem Forum bedient habe. What the F, Alter. Das ist krass. Das ist krass. Das ist eigene Label. Boah, das ist krass, Alter. Alles in Großbuchstaben. Krass. Editier bitte alles raus. Hm. Bitte tu mir den Gefallen. Die Kacke ist am Dampfen. So Scheiße, Digga. Da war die Kacke richtig am Dampfen. Langsam sieht man, dass viel Rap nicht echt war. Chat, ja. Yes, da ist was dran. Habe ich natürlich dann gemacht. So, ich wollte ihm ja keine Steine in den Weg legen. Ich habe auch irgendwie seine Angst in dem Moment irgendwie gespürt. Er könnte irgendwie auffallen mit dem, was er da gerade betreibt. Mhm. Und habe dementsprechend natürlich alles, was ich jemals irgendwie unter meinen Accounts publiziert habe, bis zu diesem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, es kam ja später dann noch mehr, habe ich erstmal rauseditiert natürlich. Mhm. Du konntest aber über diese Rezitierfunktion trotzdem noch gewisse Zeilen nachvollziehen. Das wurde ja dann auch in diesem Genius-Beitrag ausgiebig gemacht oder es wird ja dann dokumentiert auch. Und ich glaube, die Mehrheit oder der größte Anteil dieser Zeilen, die dann dort dokumentiert sind, entstammen dieser Rezitierfunktion, weil die quasi von externen Usern ins Internet quasi verewigt wurden im Internet und dadurch konntest du die dann natürlich nicht mehr verwischen, diese Spuren, weil die von vielen, vielen anderen Usern zitiert wurden. Ja, um halt auch mal zu sagen, ey, hier, guck mal, das finde ich voll geil oder sowas. Genau, ja, und dann steht das da drin, genau. Ich glaube, jeder, der in einem klassischen Forum jemals unterwegs war, kennt das halt, ne? So Quote-Reply und dann hast du das alles damit drin. Und dann, wenn du den Original-Post dann editierst, wird das Quote-Repost-Ding halt unverändert bleiben. Und dadurch haben Leute halt immer noch ein bisschen herausfinden können, okay. Dadurch und auch aber irgendwie durch User, die diese Texte damals schon, warum auch immer, irgendwie weggespeichert haben und auf anderen Foren, ich glaube irgendwie bei Battle Station oder sowas, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, da irgendwie reingestellt haben, fragt mich nicht warum, irgendwie vielleicht mit einer Vorahnung, ey, wir müssen diese Texte aufbewahren, wurden die dann auch in externen Foren publiziert. Yeah. Mhm. Und dadurch konntest du sehr, sehr viel nachvollziehen. Yeah, yeah. Also egal, ob rauseditieren oder nicht. So, ne? Aber du hast ja gerade auch gesagt,
Koller hat dich immer gefragt, ja? Also war das irgendwann mal so, dass du auch einfach mal Lines auf den Alben von Koller gehört hast, wo du dir dachtest, hey, ich habe dem das nie geschickt, der hat mich nie gefragt, weil, da kommen wir jetzt zu dem dritten Unterthema, ja, was ich gesagt habe, Diebstahl von Lines ohne das Wissen des Verfassers. Hast du damit auch Erfahrung gemacht? Ja. Scheiße, Digga. Also das war in etwa so. Das ist krass, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Also da fehlen mir echt die Worte, Alter. Ich würde dir vorstellen, nachdem wir irgendwann, es müsste nach, ja, ich würde sagen, nach dem Hit'em-Up-Ding, nach dem Hit'em-Up-Ding hatten wir nicht mehr, oder hatten wir keinen Kontakt mehr so richtig. Man hat gemerkt, er hat sich so ein bisschen distanziert. Alles cool so, ist nicht verwerflich so. Ich glaube, er wollte sich natürlich irgendwo positionieren auf eine Seite von Diego. Ja. Yeah. Ist auch nicht verwerflich, alles cool, ne, nicht falsch verstehen. Nach diesem Kontaktabbruch kam aber immer wieder über, also es war 2017 in etwa, bis auf seinen letzten Alben immer wieder Zeilen von mir vor, die ich entweder mit einem weiteren Pseudonym ins MC-Forum postete, oder die ich ihm vorher, als wir noch Kontakt hatten, schon mal irgendwann mal in Form einer Textdatei oder in diversen Chatverläufen, wie auch immer, schon mal zuspielte. Also bediente er sich quasi noch an meinem Output, obwohl wir keinen Kontakt mehr hatten. Und es war sehr viel Output, ne? muss man dazu sagen. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist für ihn jetzt natürlich eine sehr persönliche Angelegenheit, weil er natürlich jetzt von, wie er davon betroffen ist, redet. Für die Gegenseite ist es wahrscheinlich aber dann nicht so krass, weil ja dann, das geht ja nicht nur um ihn, da sind ja noch mehrere Leute. Ne? Das heißt, für Kolle, der dann das gemacht hat, was ihm hier vorgeworfen wird, war das halt nicht so ein persönliches Ding, weil halt ja er das bei mehreren Leuten gemacht hat. Ne? Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Und so kam es immer wieder vor, entweder, wie gesagt, hat er sich das dann nochmal aus dem Forum von aktuellen Accounts, von meinen aktuellen Accounts, zu einer Zeit, wo ich nicht mehr mit ihm Kontakt hatte, hat er sich bedient, ohne zu wissen, wer das ist, logischerweise. Ich wollte gerade fragen, er wusste nicht, dass das deine Accounts sind und wollte damit Absicht nochmal bei dir spezifisch nachfischen. Okay. Genau. Also was ja quasi das das offensichtlichste Biting ist, wenn du so willst, weil ich ja es wusste, dass ich es bin, er aber mich nie kontaktiert hat. Also ich meine, offensichtlicher geht es quasi nicht. Das war damals noch unter einem Account namens Own Cash. Nein, das ist noch krasser. Das heißt, er wusste gar nicht, dass es von ihm dann die Lines sind, die er dann einfach genommen hat. Aber er wusste es natürlich. Und dann ist es natürlich noch krasser, ja. Sie stehen heute noch im Forum. Krass. Also diverse Lines, die dann in seinen aktuellen Releases dann vorkam. Was heißt aktuell? Wie aktuell war das letzte, was du mitbekommen hast? Boah, sag mir mal ganz kurz, ich glaube, was kam? Monument? For Free Spirit? Zweiter Type 5? Zweiter Type 5 war einiges bei, auf jeden Fall noch. Wow. Ich glaube sogar der Großteil tatsächlich noch. Und danach kam Monument. Richtig? Nee, danach kam Free Spirit. Free Spirit kam danach. Okay. Dann kam erst Monument, dann kam 12. Tape 5, ne? Und dazwischen. Marvin weiß Bescheid, der alte Kolle-Fan. Noch Alpha Gene 2? Alpha Gene 2, okay, gab's auch noch. Ja, aber auf jeden Fall auf diesen Alben, auf Free Spirit dann nicht mehr. Aber davor die Alben, die er releaste, fanden sich noch einige Zeilen von mir wieder. Ist auf jeden Fall auch nochmal eine interessante andere Einschätzung der Dinge, ja, weil Kollege ja auch gesagt hat, ja, das war halt damals am Anfang, habe ich damit so ein paar Jungs aus dem Forum da zusammen geschrieben. Stimmt, das war auch nochmal so eine Runterrederei, so eine Entkräftigung von wegen, ja, das war ja ganz am Anfang, da habe ich mit so ein paar Jungs aus dem Forum, aber das ist ja gar nicht so lange her. Und da gab es so ein paar Lines, die es dann mal auf meine anfänglichen Alben geschafft haben. Ja. Aber du sagst jetzt, dass er bei dir auch noch, ohne zu wissen, dass du das bist, ordentlich gefischt hat für Sweater Tape 5, ne? Was ja zwei Jahre alt ist. Ich wollte gerade sagen, und es ist ja auch noch öffentlich nachzuvollziehen, wenn man die Recherche anstellen will. Ja, wie ist der Account, den du da gesagt hast? Own Cash. Own Cash. Auf MC-Forum auch. Genau. Ja. Gotcha, ja. Okay, krass. Da waren dann irgendwie so Zeilen bei die aus Touren und Taxis bestand, wie ein Adelsgeschlecht. Ja. Also Zeiten, die aus Touren und Taxis bestanden, wie ein Adelsgeschlecht. Das ist doch sogar aus Rotlichtsonate, aus der Liedsingle, ne?
Ja. Oder ich sag, was ich will, wie Sierra Kid auf den Weihnachtsmann-Shows. Ich glaube, ich hatte nicht Sierra Kid drin stehen, ich hatte irgendwen anders drin stehen. Müsste man nochmal nachlesen. Ich glaube, also Sierra Kid hat er dann eingefügt. kein Front an Sierra Kid. Yeah. Oder auch Lines, dein Erfolg spricht für mich, wie meine Dolmetscherin. Dass du Gott, irgendwie. Also einige Zeilen noch, die man auch noch nachlesen könnte, wenn man das möchte. Ich weiß noch, als dieses Alicia Joe Video rauskam, hatte ich angekündigt in meiner Insta-Story, dass ich da auf jeden Fall am Abend live gehen werde auf Twitch und natürlich das Ganze behandeln werden Da hat mir Kolle eine Voicemail geschickt, direkt. Ja, und auch JG hat eine Voicemail geschickt, das war bestimmt die gleiche. Ja, so, wollte uns ein bisschen beschwichtigen, glaube ich. Genau, weil er natürlich auch weiß, okay, wir beide sind, glaube ich, so auch die größten Kolle Supporter, die trotz ihrer eigenen Reichweite halt auch nie müde werden, den Boss zu supporten und ihn halt für seine lyrische Raffinesse auf jeden Fall zu schätzen wissen. Ja. Hast du das mitbekommen, dass er da so auch, sagen wir mal, so die nächsten paar Tage so ein bisschen versucht hat, Verhalten drauf zu reagieren und das Ganze zu beschwichtigen? Der hat, glaube ich, auch. Naja, was heißt beschwichtigen? In dem Fall hat er versucht, dann auch hier bestimmt Marvin und den JGG zu vereinnahmen, sag ich jetzt einfach mal. Ja, mit Hip-Hop.de hat er auch geredet, hat auch gesagt, ja, so und so, ne? Eigentlich auch das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, ne? Dass es halt nur die ersten paar Jahre waren und die Accounts waren nicht alles meine, das war auf jeden Fall ein Fehler, das hat er mir auch so gesagt, das so zu behaupten, weil da gab es ja frühere Interviews, wo er gesagt hat, ja, die ganzen Accounts da, wo Leute sagen, ich habe geklaut, das waren alles meine, ne? Ja. Genau. Ja, ich hab das so ein bisschen mitbekommen, natürlich auch dein Interview, ne? Dass du dann, das war ja nach dem Alicia Joe Video, richtig? Wo du nochmal mit ihm in den Talk gegangen bist, wo er dann auch nochmal irgendwie. Stimmt, der hat ja auch behauptet, so, ja, das waren ganz viele, das war ich. Also ich habe so viele Accounts selber gehabt bei MC, das sind ja meine Accounts gewesen. Ich habe die ja nicht geklaut von anderen Leuten. Das waren ja teilweise auch meine eigenen Sachen, die man dann nachgelesen hat. Eieieiei. Netterweise irgendwie raushaute, ey, Shoutout an Robbie Banks. Ja. Osnabrücker Junge, Boss-Aura-Zeiten. Hm. Also so in etwa war das ja witzigerweise auch Boss-Aura-Zeiten. Das klang ja so irgendwie, als er das gesagt hat, als wäre ich irgendwie zu Boss-Aura-Zeiten aktiv da irgendwie im Studio gewesen mit ihm. So jedenfalls klang es für mich, ne? Wenn man das so hört. Und ich. Aber du meintest ja zu Alter Tape 4 erst, ne? Richtig. Krass, Alter. Krass. Das ist sehr funny, weil du musst dir ja vorstellen, Osnabrück, Boss-Aura ist ja in Osnabrück. Ja. Der Großteil ist in Osnabrück entstanden. In diesem Studio, ne? Genau, ja. Genau. Bei Johnny und bei Diego. Und der Junge, der Ghostwriter, der aus Osnabrück kommt, der Robbie, war aber nicht einmal vor Ort im Studio. Scheiße, Alter. Das ist krass, Alter. Die waren sogar bei ihm in der Stadt und er war nicht einmal im Studio dabei. Also der hat dieses Boss-Aura-Album, wo er ganz viele Lines von ihm benutzt hat, in Osnabrück aufgenommen. Hat später noch Shoutout rausgehauen. Und der Junge wohnt in Osnabrück und hat ihn nicht einmal ins Studio eingeladen. Das klang ja so irgendwie, als er das gesagt hat, als wäre ich irgendwie zu Boss-Aura-Zeiten aktiv da irgendwie im Studio gewesen mit ihm. So jedenfalls klang es für mich, ne? Ja. Wenn man das so, wenn man Sessions und da komm doch mal vorbei. Ja, hat er eigentlich keine Mehrkosten so, weißt du? Du kommst selber dann auch, ne? Die 10 Minuten Autofahrt kriegst du auch noch hin. Das wäre ja eigentlich die beste Gelegenheit gewesen. Ja. Ja, aber kam nie dazu. Wir hatten immer Kontakt zu dieser Zeit. Er hat mir auch öfters mal geschrieben, ey, ich bin gerade in Osnabrück. Wenn ich aber dann schrieb, ey, lass uns doch mal treffen. Dann kam immer irgendwie so ein, entweder kam gar nichts oder er hat das irgendwie. Ich wollte gerade fragen, hast du mal versucht, wenigstens subtil das zu initiieren? Ja, so wegen, ey Bro, hab ich ein bisschen Osnabrück, Alter, ey, ich hab Zeit. Ja, klar. Also öfters mal. Ja. Und von ihm kam auch immer wieder mal, ja geil, lass mal zusammen feiern gehen und so, ich bin ja gerade hier. Aber ich glaube, das war eher so eine Art, Das ist echt so uncool und unkorrekt, Alter. Ich weiß nicht, das ist so die Definition von uncool, Alter. Unkorrekt. Hinhalten. Ich denke, er wollte. Sorry. Und ich denke einfach, der Grund war, er wollte natürlich irgendwo, logischerweise, und das ist ja auch irgendwie dann nicht verwerflich, wollte er natürlich vermeiden, dass ich dann im Studio sitze und mich irgendwie verplappere oder sonstiges. Oder die Leute mich fragen würden, zum Beispiel so ein Johnny oder ein Diego, ey, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Das wollte er natürlich tunlichst vermeiden, logischerweise. Ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich mal bei ihnen bei Touren zu Besuch war,
oder generell irgendwie bei Videos oder sonstiges und andere Leute waren auch da, hat er mir vorab immer mitgeteilt oder hat er mir immer gesagt, ich solle sagen, wenn mich jemand fragt, ich sei sein Beat-Producer. Hat er mir immer gesagt, ich solle sagen, wenn mich jemand fragt, Robbie, du baust Beats für mich. Ich glaube, das hast du sogar auch im TV-Straßensound-Interview gesagt, als David dich gefragt hat, wie hast du Kolle kennengelernt? Ja, das war so durch die Beats halt so, ne? Ich glaube, so war das. Das ist schon heftig, Alter. Texte nehmen, nicht bezahlen und dann auch noch nicht mal sagen, also dann noch ihn dazu bewegen, seine Identität zu verleugnen. So. Das ist schon eine krasse Nummer, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Alter, das ist schon krass, Mann. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja komm, Digga, heul mal nicht rum. Das ist schon eine andere Nummer, Alter. Ich verstehe nicht, warum da der die Reaction darauf nicht krasser ist. Man muss natürlich sagen, zu der Zeit war noch irgendwo Kontakt und ich muss zugeben, als eine Art Notlösung habe ich mir das dann irgendwie aus den Fingern gezogen oder auch um Kolle da nicht in den Rücken zu fallen. Ja, klar. Das Abziehen des Todes, wenn du das auf irgendein anderes Feld überträgst oder auch in die kriminelle Welt überträgst zum Beispiel, ist das mit von allen Seiten gesehen Abziehen des Todes. Plus noch, sag bloß nicht denen, dass du das und das bist sonst. Nicht kein sonst, aber der Junge hat ja eh schon irgendwie, keine Ahnung, anscheinend nicht damals nicht die Cojones gehabt, um zu sagen, hör mal zu, Dicke, alles schön und gut, du bist hier der und der, aber ohne mich machst du halt auch nichts, ne? Lass mal hier ein bisschen Anstand walten. Ja. Wir können ja nochmal in deinen Part reingehen, auf Do Not Disturb, den ich da hingehend auch sehr, sehr interessant fand. Ja. Das Gret, ich weiß, bei dir bricht Panik aus, wenn Robbie singt, Take That Groupie. Also Showtime, Bitch, du hast nur so lange Hits, liefert Robbie dir im Hintergrund die Ghostwritings. Ich schreibe mit dir im Studio Alben wie die Zuhälter-Tapes. Das hat die Blume geprägt wie Mädchen Stubentapeten. Du bist nicht true to yourself, ich rap für Holly, face the truth. Du brauchst Vorwürfe für einen Dank im Netz, L.A. Loop. Unfassbar krasse Line, ja, da habe ich mich übrigens auch selber für eingesetzt. Ja, ich war ja bei den Hip-Hop.de Awards letztes Jahr mit in der Jury. Ja. Die habe ich als allererstes mit reingeschallert für Line des Jahres. Ey. Für eine Nominierung hat es gereicht, aber dann natürlich ja Hip-Hop.de. Fans, müssen wir gar nicht drüber reden, Junge. Ja. Trotzdem war man ein bisschen represented auf jeden Fall. Trotzdem nice. Vielen Dank. Auch trotzdem. Ich weiß es jetzt zu schätzen. Ja, easy. Trotzdem auch nice, ja, jetzt hier kein Hip-Hop.de Bashing, trotzdem nice, dass wir reingenommen haben. Absolut. Und ich glaube, gewünscht haben, ne? Safe. Genau, ich rap für Holly, face the truth. Ja? ist natürlich auch nochmal eine Person, ein Name, über den man auch nochmal reden muss. Ja? Absolut. Weil Colle ja auch gesagt hat, das war sein Freund und so sein Bruder und sein Kumpel damals, mit dem er da auch sehr, sehr viel zusammen geschrieben hat. Das ist wohl einer von den auch Writer-Jungs. Der ist wahrscheinlich verstorben, so ich es jetzt mitbekommen habe. So. Ist natürlich dann nochmal ein anderer Geschmack. Wie hast du das mitbekommen, was da zwischen Holly und Kollege ablief? Ja, also ich kann dir tatsächlich nur meine Sicht der Dinge schildern. Ja, Yogi, das Ding ist ja, dass Leute mit, sag mal, mit schlechten Absichten sich oft auch leichte Beute suchen. So. Leider. Und ich möchte da auf jeden Fall keine Unwahrheiten verbreiten, gerade auch aus Respekt Holly gegenüber. Ja, klar. Aber meines Anscheins nach, dieser Kontakt, den Kollege beschrieb mit Holly, ging niemals aus den Gesprächen, die ich mit Holly führte, hervor. Also ich hatte niemals den Eindruck, dass Kolle eine so derart mentale Stärke auf Holly überträgt, wie er es irgendwie versucht hat darzustellen. Ich kann dir auch sagen, mir hat eine engere Bekannte aus Hollys Freundeskreis irgendwann mal nach dem Song geschrieben. Das war zu der damaligen Zeit Hollys beste Freundin, die auch sehr pissy darüber war, was Kolle da in diesem Interview erzählte. Das ist harter Tobak, Alter. Und ihrer Meinung nach, und sie hat es ja auch noch noch näher erlebt als ich, ihre Aussage demnach war, ey, dieses enge Miteinander, das habe ich als beste Freundin auch nie mitbekommen. Ich finde es aber cool, dass er das jetzt so erzählt und nicht sagt, guck mal, das war nicht so und so, das war so, sondern er sagt so, ey, für mich hat das nicht, also das sagt auch schon viel über den Charakter hier aus, ne? Er ist auf jeden Fall jemand, der nicht auf den Tisch haut direkt mit irgendwas. Ist sehr löblich, aber hat ihn auch irgendwie in die Situation gebracht, ne? Muss man sagen. Da ist nicht ganz die Wahrheit geredet worden, tatsächlich.
Meinst du, das war dann auch bei Holly und Kolle damals eigentlich das gleiche wie bei dir und Kolle dann, dass halt Kolle eher so versucht hat, ja, möglichst viel Content rauszuziehen und dann halt mit ein paar halbgaren Versprechungen oder freundschaftlichen Zugeständnissen den Jungen so bei Stange zu halten? Ja, würde ich tatsächlich so festhalten können. Mhm. Ich weiß leider nicht, was für Agreements zwischen den beiden herrschten, wenn es Agreements gab. Vielleicht hatte Holly, aka Nico, wie er ja hieß, vielleicht hatte er Agreements mit ihm auch auf Entlohnungsbasis. Das kann ich dir leider nicht so genau sagen. Aber finde ich aber korrekt, dass er da nicht so sich nicht aus dem Fenster lehnt und auch nicht von sich auf andere schließt und so oder von seinem Fall auf andere schließt. Finde ich korrekt. So dieses Konstrukt. Aber man sieht halt, Korrektheit bringt einen dann nicht immer weiter, Alter. Ich bin ja auch immer Verfechter von Korrektheit, aber das garantiert dir nicht, dass du nicht angepisst wirst, Alter. War ein sehr ähnliches wie bei mir. Außer, dass Holly, wenn ich das ohne despektierlich zu sein, ein recht labiler Mensch war, eher öffentlich scheu oder Öffentlichkeit scheu. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass auch dieser physische Kontakt zwischen den beiden nicht großartig zustande kam. Also es war meines Erachtens mehr ein online. Ist aber wahrscheinlich genauso wie bei dir, Alter. Einfach nur Sachen genommen und bekommen und dann hört sich eklig an, aber sich wahrscheinlich dann noch irgendwie geil hingestellt. Als der Junge dann nicht mehr war. Ich habe Vermutung, dass das irgendwie Suizid war. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Eine Online-Freundschaft. Eigentlich dann noch idealer, ja. Also es klingt jetzt vielleicht makaber, ja, aber für das, was Kolle wahrscheinlich dann wollte, ja, einfach nur halt einen Schreiberling zu haben, der aber nie irgendwie in der Öffentlichkeit durch die Straßen läuft und rumschreit, ich schreibe für Kolle, ihr Wichser. Ja. Klingt jetzt makaber, ja, und auch kein Disrespect, ja, rest in peace auf jeden Fall. Aber absolut. Ich kann mir vorstellen, dass das halt dann noch mehr in Anführungsstrichen, ja, wie gesagt, ist makaber, aber in Anführungsstrichen Jackpot ist. Genau, das meine ich. Ist makaber, aber ist auch irgendwie ein Jackpot, ja. Es ist mies. Wenn man dann halt jemanden hat, der so introvertiert ist und gar nicht daran interessiert ist, großartig soziale Kontakte zu pflegen. Richtig. Ja, crazy. Es bleibt eine Mutmaßung von mir, aber weißt du, ich war so sehr in diesen Kreisen vertieft, in diesen Typing-Kreisen und ich habe auch eine gute freundschaftliche Ebene zu Holly gehabt, als dass ich sicherlich irgendwie mal erfahren hätte, dass die beiden auch irgendwie physisch miteinander Kontakt haben oder auch vielleicht, dass man irgendwie mal ein Foto gesehen hätte oder sowas. Aber das gab es halt nicht. Mhm. Robbie Banks auf jeden Fall zu nett, Alter. Er weiß eigentlich ganz genau, er könnte richtig auf die Kacke hauen, aber er sitzt echt so da und versucht immer noch irgendwie so nicht über die Stränge zu schlagen. Also vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Zweifel. Vielleicht war der ja doch irgendwie erst. Ja. Schade. Und dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass es eine reine Online-Freundschaft war. In welchem Ausmaß, wissen wir nicht. Yeah. Vielleicht war es eine mentale Unterstützung online für Holly. Mhm. Also vielleicht hat Holly ihm diese mentale Unterstützung online gegeben. Das kann man nicht so genau widerlegen. Aber durch die Aussage von Hollys Freundin widerspricht sich das dann auch wiederum. Stimmt das, dass Kollege nach dem Ableben von Holly noch weitere Lines... Voll, Alter, er ist ja immer noch lieb. Eigentlich müsste er richtig angepisst sein. Er ist ja immer noch nett. Von Holly benutzt hat. Ja. Auf Twitter Tape 3, ne? Genau, auch, ne? Genau. Absolut, ja. Ich glaube, Holly ist verstorben 2010. Jetzt kann man sich ja ausmalen, dass quasi die Folge-Releases, wo Holly ja leider dann schon tot war, und man kann es ja auch immer noch online nachvollziehen, dass auf Colles weiteren Alben immer noch Holly. Boah, Alter. Also ich dachte wirklich, so, ne, wir gucken es jetzt ja schon ziemlich lange, fast eine Stunde. Und ich dachte jetzt nicht, dass es jetzt noch ekliger wird, so, aber das ist ja wirklich das Krasseste. So, der hat den von dem verstorbenen Dude, nachdem der gestorben ist, immer noch die Lines benutzt. Dicker. Passagen und Texte wieder zu finden waren. Yeah. Ja. Krass, Mann. Also kann man das so unterschreiben, tatsächlich. Ja. Und das ist meines Erachtens schon irgendwie ein heftiger Disrespect. So. Heftiger Disrespect, Dicker?
Das ist unter aller Sau. Ich meine, wir wissen nicht, was für ein Agreement die beiden hatten, aber ob das über den Tod hinausgeht, wage ich zu bezweifeln, so weißt du. Nee, Alter. Erstmal, wenn. Nee, da gibt's kein Agreement. Das ist dasselbe wie die anderen Sachen, die überhaupt gar, also im Vergleich dazu gar nicht mal so schlimm sind, aber da geht es einfach auch um Respekt und korrektes Verhalten. So. Ja. Da muss man dann auch einfach an seine eigenen Ehre appellieren und sowas dann auch ruhen lassen, so, ne? Ja. Weil ein Holly sich dann auch nicht mehr dazu irgendwie äußern kann oder vielleicht zustimmen kann oder sonstiges. So, ne? Das ist dann sehr ehrenlos, wenn man so will, tatsächlich. Safe, Alter. Ja. Das ist noch nicht mal das, ist doch das Wort kann man schon benutzen, aber boah. Wie schätzt du denn Kollegas eigene Schreiberqualitäten ein? Also, da muss ich vielleicht auch nochmal ausholen. Mhm. Man kann ja anhand von diverser Foren-Posts, die er unter verschiedenen eigenen Accounts publiziert hat, kann man ja nachvollziehen, dass er selber schreiberisch und lyrisch ein sehr, sehr hohes Niveau fährt. Mhm. Damals schon tatsächlich mal. Wir sprechen ja von sehr. Das auch auf jeden Fall hier festhalten. Das stimmt auf jeden Fall. Darüber reden wir ja gar nicht. Da keiner sagt, ey, das alles, was der Krasses gemacht hat, das kann der gar nicht. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass er sich sehr viel von anderen Leuten geholt hat und das nicht auf korrekte Art und Weise. In verschiedensten Aspekten. Also, was wir jetzt gerade eben gehört haben, ist ja, da schießt ja den Vogel komplett ab. Alten Texten. Also das muss ja alles rund. Und wie gesagt, der Robbie Banks, der scheint mir so ein lieber Mensch zu sein, deswegen ist der überhaupt auch so da, in die Situation gekommen, in der er da gekommen ist. Ich glaube dem tatsächlich auch alles, was er da gerade sagt. Weil er sich auch immer noch total vorsichtig und immer noch so total ein bisschen offen hält, dass vielleicht ja doch noch irgendwie was anderes sein hätte können und so. Also er sehr korrekt eigentlich, so wie er sich ausdrückt. 2007, 2008, 2009 gewesen sein, wo er selber aktiv Texte reingestellt hat und ich meine auch später auch nochmal unter dem Account Freiherr Florian. Ja. Da kann man schon absolut sagen, lyrisch ist er absolutes Genie. So. Also das kann man definitiv so stehen lassen. Was allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihm irgendwie in Sessions saß und wir haben uns irgendwie dann, habe ich dir ja gerade erzählt, das gab es ja auch im Zuge von Sweltered Head 4 dann, dass wir uns dann hier und da mal irgendwie Lines hin und her warfen, so wie er es auch beschrieb. Natürlich nicht in dem Umfang, in dem er es beschrieben hat, aber das kam ja natürlich vor. Da war es allerdings so, da hatte ich das Gefühl, das war eher so ein einseitiges Ding. Also ich habe quasi meine Ideen rausgehauen, er hat das irgendwie verinnerlicht, hat es sich notiert, vielleicht auch mal irgendwie einen Reim dazu rausgehauen, aber so ganz irgendwie zu sagen, boah, da kam jetzt ein krasser Einfall von ihm und er hat das Ding übelst krass ausformuliert, kam zumindest nicht live zustande. Was jetzt vielleicht nicht viel bedeuten mag, so, aber ich habe das Gefühl, er hat sich diese Sachen verinnerlicht und später dann vielleicht von anderen wieder hat ausformulieren lassen. Ist nur eine Vermutung, ich will es nicht ja, so stehen lassen. Nee, ich wollte einfach auch mal allgemein von dir halt auch wissen, bist du der Meinung jetzt, der Kollege hat gar nichts drauf oder hast du ja gesagt? Nee, hat er ja gerade gesagt. Nee, der hält ihn für ein Genie tatsächlich so. Aber, also ja, um einiges genialer als du, mein Bro Robbie, ich will dir gar nicht zu nahe treten, aber man sagt bei uns auch immer so, es gibt einen, der dich und es gibt einen, der sich lässt, ne? Gibt immer einen. Ne, du bist schon der Meinung, dass er auf jeden Fall auch auf einem Genius-Level ist. Und, ja, absolut. Absolut. Da auf jeden Fall. Dann, sagen wir mal, nicht. So, Marvin wollte unbedingt noch irgendwas Positives über Kollega sagen. Peace, Bro. Nicht, sagen wir mal, den Beweggrund hatte, sich irgendwie lyrisch unter die Arme greifen zu lassen, weil er es selber nicht kann. Nein, er hat das nicht gemacht, weil er es nicht kann. Das ist dann wieder ja, keine Zeit und es geht ja schneller und ich muss ja noch. Man darf ja nicht vergessen, wie viel Businesses. Die ganzen Businesses und auch die ganzen Actions und dass der Typ ja auch einfach total krass unterwegs war eine Zeit lang und überall irgendwie war und dann noch YouTube und bla bla bla. Ja, da lässt sich halt auch keine zwei Alben im Jahr schreiben, ne? Sondern weswegen, ja, ist dann die Frage. Warum dieses ausufernde Nachfragen, an vielerlei Ecken, ich meine, Holly und du ja weiter nicht die einzigen, nach Lines, meinst du, ist es Schreibblockade, ist es Burnout, ist es
einfach die Furcht, dass man seine eigenen Werke nicht mehr toppen kann, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Kolle ist schon so das Nonplusultra in der Lyric, ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck immens ist, auch in der eigenen Fanbase, dass wenn du, sagen wir mal, sowas droppst wie Twitter Tape 3, dass die Leute danach sagen, ja, hey Bro, ja, das ist krass, wie will er das noch toppen? Ja, das liest man ja unter jedem Song. Das stimmt natürlich auch, dieser Druck, ne? Wenn du dann natürlich, sagen wir mal, du kannst selber halt auf einem sehr hohen Niveau abliefern, aber natürlich nicht ständig auf 100%, sondern da sind dann immer wieder ein paar Abfälle dabei. Aber wenn du dann zu deinen krassen Lines und Skills noch von anderen Leuten krasse Lines und Skills dazu holst und dann hast du ja dann ein höheres Niveau die ganze Zeit und das willst du dann natürlich ja auch halten. Und das kannst du dann natürlich nicht aus eigener Kraft, weil du ja schon im Vornherein dein erstes Niveau schon nicht aus eigener Kraft erreicht hast. Alter, boah, nach all den Jahren kriegt er noch diese Vergleiche hin. Das sage ich auch in ganz vielen Reviews, in ganz vielen Reactions und in ganz vielen Videos, dass ich einfach finde, dass es irgendwann muss das Wörterbuch doch mal durchgespielt sein, so derart, ja. Und ich glaube, so sehr man sich da geehrt fühlt, ja, so sehr man denkt, oh cool, ja, verliebt von den Leuten, das zu schreiben, umso gleichermaßen steigt auch in dir selber vielleicht so eine Art Druck. Scheiße, ich kann jetzt hier nicht mehr, ich kann jetzt kein Haus-Maus-Reim Album droppen, absolut. Ja. Hast du eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also ich glaube, da kamen wiederlei viele Aspekte hinzu. Zum einen natürlich der Druck in einer Kürze der Zeit, die er sich natürlich selber auch irgendwie setzt. Also da kamen ja wirklich teilweise Alben im Jahrestakt raus. Da sind da auch gleich immer... Ist ja genau das, was ich meine. Ja. 40 Songs und dann ist noch ein Hood Tape dabei und dann ist noch eine EP dabei. Das haben ja dann auch schon viele Fans auch gesagt. Ey, wow, das ist zu viel. Ja. So, und ich glaube, der große Grund ist einfach, dieses Pensum zu bewältigen als alleiniger Schreiber. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, so ein Song, Fly to Death oder jetzt auch der neue Steady Pimpin, wo du viele Bars wirklich auf Top-Niveau hast, die schreiben sich nicht mal eben in 2 Tagen. Klar. Da sitzt du wirklich lange dran, da kannst du noch das Universal-Genie sein, das du bist, aber du musst da irgendwo vorher auch mal diese Ideen gehabt haben und die dir irgendwie in dein Handy notiert haben. Mhm. Und das müssen ja Unmengen an Sachen sein. Mhm. Ich meine, da kamen ja teilweise Songs, Outro-Songs, wo er wirklich 5 Minuten am Stück ein unglaublich lyrisches Niveau fährt. Nur Bass. Ja, gerade die Outros und die Intros und so waren ja immer wild. Und das am Ende waren überhaupt nicht seine Lines, Alter. Wo du dir dann die Frage stellst, okay, kriegt er das, dieses Pensum alleine bewältigt in so kurzer Zeit? Und ich glaube, da ist dann der große Grund, warum er dann sich quasi an Ghostwritern bereichert. Einfach um in dieser kurzen Zeit ein derart großes Output liefern zu können. Und das kriegst du meines Erachtens nicht als alleiniger Schreiber in der Zeit nicht hin. Ja, deswegen haben ja auch viele gesagt, so, boah, ein Universal-Genie, ja, der ist der ist ja wirklich von einer anderen Welt hier, Kollege ist ein außerirdisches Wesen, weil der ja so viele Lines in so kurzer Zeit immer fabriziert und dann ein Album rausbringt mit 75 Minuten Laufzeit und alles, ja, das ist ja, wie du schon sagst, ein Riesenpensum und ich glaube, es hätte auch Kollege keiner übel. Ja, das meinst du ja eben, ne, Riesenpensum, viel Output, viele andere Projekte, ist schon wild, Alter. Genommen, wenn der einfach nur alle 2 Jahre mit einem Album gekommen wäre. Stimmt. Hätte uns da genauso verzaubert mit atemberaubender lyrischer Akrobatik. Absolut. Stattdessen gab es dann von Kolle auf dem Free Spirit Album im Outro auch eine Art Statement zu den Vorwürfen. Ich lese nochmal die Lines vor, dann kannst du mir auch mal sagen, was du von dieser Reaktion hältst. Ja? Das war auf Hail to the King. Da hat Kollege Folgendes gerappt. Free Spirit, ich begann die Platte zu vertonen, als sie mir gerade wieder mal ein paar Sachen unterschoben. Du hast gefuscht, paar Zeilen hast du abgeguckt in Foren. Manche fühlten sich, als ob sie mir eine Maske runterzogen. Alles absolut gelogen. Boah, Alter. Ein paar Lines aus den Foren gezogen. Das ist es halt nicht, Alter. Ich fasse das gleich zusammen. Deine Meinung zu diesem Statement? Harter Tobak, Mann. Harter Tobak, Mann. Was sagst du? Harter Tobak. Eins meiner Lieblingssätze. Harter Tobak. Hast du gedacht, als du das gehört hast? Ja, ich war ich habe mich sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Dann erst, Bro. Vor allen Dingen, das war ja dann auch zu einem Zeitpunkt, wo man ja auch schon wieder öffentlich, sei es bei Genius oder im Forum, nachvollziehen konnte. Und wir reden ja hier nur von öffentlichen
Zeilen und Texten, wo man dann schon nachvollziehen konnte, wie hoch das Ausmaß ist. Oder quasi nur die Spitze des Eisbergs sehen konnte, die schon relativ groß war. Und insofern fand ich diese Zeile, die er dann von sich gab, extrem. Ja. Extrem frech. Ist aber nichts im Vergleich zu allem anderen. Also das ist ja nur die Kirsche auf der Sahne, ne? Also gerade als jemand, der da dann natürlich von betroffen ist. Ja, ich fand die Aktion mit den CDs und dem Päckchen schon richtig eklig, Alter. Das ist natürlich wirklich irgendwo ein ehrenloser Move, sowas zu sagen, Alter. Und gerade dieses Absolute, ja? So dieses alles absolut gelogen, ja? Nicht so von wegen, ey, ja, die übertreiben ein bisschen. So in der Art, er hätte es noch geschickter machen können, wenigstens diese Pauschalisierung, ja? Ja, das ist schon irgendwo, Bruder, ja, das, ich weiß nicht, ja, gerade auch mit den ganzen, wie du schon sagst, das ist ja gerade mit den ganzen Lines, die noch öffentlichen Foren noch irgendwie zurückzuführen sind. Und das sind ja nicht die Lines, die du jetzt zum Beispiel auch per E-Mail an ihn geschickt hast oder andere noch per E-Mail an ihn geschickt hast. Genau. Also das ist ja noch so eine Dunkelziffer halt, ne, die dann halt auch noch existiert. Was glaubst du denn? Ja, jetzt mal hochgerechnet. Ich meine, klar, das wird jetzt hier ganz schwer, eine akkurate Zahl zu finden, die vielleicht auch nur annähernd stimmt. Aber was glaubst du, wie hoch ist der prozentuale Anteil von Lines, die bei Kollegen aus fremden Federn stammen? Komplette Diskografie. Weil es war ja so, er hat ja dieses Auf eine Zigarre-Video gemacht, da hat er gesagt, er hat irgendwie 30.000, 50.000 Lines und davon sind vielleicht 300 nicht von ihm. Ja. Würdest du das ähnlich prozentual einschätzen oder Nein, auf keinen Fall. Wo wäre deine Zahl? Auf keinen Fall. Vor allen Dingen, weil ich ja aus Erfahrung sprechen kann, wie viel es allein schon von mir war. Und wenn er dieses gleiche Prinzip auch bei anderen ausgeübt hat, dann kann man sich in etwa eine Zahl ausmalen, die deutlich über dem ist, was er da erzählt hat. Mhm. Ich will jetzt wirklich vielleicht keine prozentuale Zahl nennen. Oder doch, komm, ich mache es. Einfach, jeder weiß, dass du damit falsch liegen könntest. Ja? Also es ist eine Schätzung, es ist eine grobe Schätzung deines eigenen Gefühls nach, basierend auf deinen eigenen Erfahrungen und Austausch mit anderen. Also ich würde sagen, 40% 40? Sind aus fremden Federn. Ja. 40% von Kollegas Output sind aus fremden Federn. Und das ist nicht kein klassisches Ghostwriting, also jetzt in dem Fall von Robbie Banks und von den Homies, von denen er weiß, wo man sagt, ja, hier, ne, hat einen Deal, wird bezahlt, ist so und so und man macht zusammen Sessions, sondern ganz viel davon ist einfach ganz dreist, einfach ja, bekommen, nichts dafür bezahlt, teilweise geklaut, teilweise von verstorbenen Leuten. Also der hat komplett jeden Vogel abgeschossen, den es da gibt und das Ganze dann noch so runtergeredet und dann noch auf einem Track rübergebracht. Das ist eine heftige Nummer, Alter. Also Kollege hat da wirklich nichts Gutes gemacht. Aber anscheinend ist da der Aufschrei nicht so groß. Eieieiei. Okay. Vielleicht sogar 50. Okay. Krass. Also, ich kann es mir fast gar nicht anders vorstellen. Weil du musst ja mal überlegen, wie viele dieser Leute es gibt, die diese Dienste für ihn ausüben. Und du siehst ja allein anhand eines Forums, wie viel da schon drin steht. So, jetzt kann man sich ja fast schon ausmalen, was passiert denn unter der Hand dann. Also, das müssen ja eine Menge an Zeilen und Passagen sein, die da zustande kommen. Also es geht ja gar nicht anders. Es ist einfach ein logischer Rückschluss, den man da schließen kann. Ja. Also 30-40% mit Sicherheit. Also Marvin auch sprachlos, ne? Mit Sicherheit. Ja. Ja klar, man müsste einfach nur mal schauen, ja, wo gibt es Parallelen zwischen Accounts und Lines von Kollegen. Ja. Und dann könnte man auch überlegen, dass er genau das gleiche gemacht hat wie bei dir. Und zwar diese Leute anschreiben, yo, Bro, geile Texte, hast du mal Bock, was mir zu schreiben? Schick doch mal, hast du irgendwie noch was abseits von Foren? Und das ist ja unmöglich nachzuverfolgen, ne? Wer da irgendwie was geschickt hat. Das stimmt. Das ist schwierig. Also dieses Ghostwriter-Ding, ja, ist ja zum Beispiel auch jetzt bei Leuten wie so Shirin David oder sowas, ja, oder bei Batman's Jam. Ganz kurz, ich glaube, das ist jetzt hier abgehandelt. Ja, wir gucken mal. Wir bleiben noch ein paar Minuten drin. Jay, oder halt auch bei anderen Leuten omnipräsent, ja. Ich glaube auch heutzutage
scheint es halt irgendwie auch ein Thema zu sein, womit jeder auf jeden Fall was anfangen kann. Es gibt auch bei vielen dann halt NDAs, ne, dass die halt nicht drüber reden dürfen. Ja. Hat Kolle sowas mal angesprochen oder war der sich einfach sicher, dass du sowieso nie irgendwie was zu meckern hast? Bei mir tatsächlich nicht. Mhm. Nein, Mann, der hat die einfach abgerippt. Fertig. Das hat er nicht angesprochen. Ich weiß aber aus verlässlichen Quellen, dass es Schreiber gibt, die NDAs unterschrieben haben. Ah, okay. Ich kann natürlich jetzt nicht mit diesen Quellen ja, klar. Öffentlich austreten, aber ich hab's gehört und es macht auch tatsächlich mehr als Sinn, dass es NDAs gibt. Ja, ich kenne ja auch noch den einen oder anderen, der da auch in der Szene ein bisschen mit drin ist. Ja, das hat mir auch schon einige schockierende Sachen auf jeden Fall auch erzählt, ja. Einige knackige Sachen da erzählt. Hey Lukas, oh Mann. Yogi, ich hoffe, alles gut, kriegst du um späte Uhrzeit einen Anruf und musst dann was erledigen. Mhm. Schon krass. Ja. Hast du denn mit den anderen, hast du mit irgendwelchen anderen Leuten aus diesem Alisha Joe Video noch Kontakt? So, ja. Don Frecho zum Beispiel, kennst du den? Hast du mit dem Kontakt? Kenne ich, aber ich habe keinen Kontakt zu ihm. Also dieses Kollega-Ding ist viel krasser, als ich dachte, Alter. Viel, viel krasser, als ich dachte. Ich dachte, ja, ne, so nachdem die es vor ein paar Monaten beschwichtigt haben. Lass mal kurz zusammenfassen. Kollega hat diese Jungs, oder zumindest Robbie Banks auf jeden Fall, dem glaube ich jedes Wort inzwischen. So, der ist so ein lieber, guter Junge, deswegen ist er überhaupt in die Situation gekommen. Der hat von ihm Lines bekommen, okay, war für beide okay, hat dafür aber nie was bezahlt. Hat sich aber auch so einfach irgendwelche Lines geschnappt von anderen Leuten und auch von ihm. Hat Lines von einem verstorbenen Typer einfach auch weiterhin benutzt. Hat diesem Robbie Banks bei Studioaufnahmen, wo sehr viele von seinen Lines benutzt worden sind, die in derselben Stadt stattgefunden haben, nicht mal ins Studio eingeladen einmal. Hat dem einfach die CDs geschickt als Dankeschön und ein Tour-T-Shirt in XS. Das sind jetzt nur so die Randdaten, ne? Ist eine krasse Nummer, Alter. Hat sich dann hingestellt und das Ganze komplett runtergeredet und dann auf dem Track alles als Lüge bezeichnet. Das ist eine harte Nummer, Freunde. Das hat nichts mit klassischem Ghostwriting zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass oben, ja, der schreibt für den und dann, nein. Das ist Abzieherei und ein zu netter Gegenpol, Gegenpartei, in dem Fall jetzt Robbie Banks. Ich bin zu Hause und guck GTV.